Leute, passend zum Innistrad-Blog Mitternachtsjagd machen wir hier ein Set-Booster zum Innistrad-Set auf. Und Draft-Booster habe ich dieses Mal, glaube ich, genug aufgemacht. Die habt ihr aber der Montag beim Pre-Release-Challenge gesehen. Deshalb gucken wir uns jetzt mal die Set-Booster an. Oh mein Gott, was für ein nices Artwork. Und ein Sumpf. Die Sümpfe finde ich hässlich. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber dieses Lilane bei den Sümpfen finde ich hässlich. Vor allem, weil die anderen so viel schöner aussehen. Dann haben wir einen Absturz. Plummet. Zwei Mana, wird zerstört, eine fliegende Kreatur unserer Wahl. Sehr cool. Sturmreitergeist. 5 Mana, 3-3, fliegend mit Flash. Okay. Was ist unsere... Unsere Story ist fliegend. Wir zerstören fliegend, fliegend, fliegend. 5 Mana, 3-4 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, checken wir eine Karte unserer Wahl aus dem Friedhof ins Exil. Stark. Und... Friedhof. Okay, jetzt wechseln wir das zu Friedhof. 6 Mana Hexerei, wir erzeugen 2 grüne, 3-3 riesige Insektenspielsteine, also Ameisen. Und halt 2 Lebenspunkte mit 8 Mana Flashback. Nicht die beste Karte, aber okay. Brutweberin. 4 Mana, 2-4 Reichweite. Wenn die stirbt, kriegen wir eine 1-2 Spinne mit Reichweite. Okay. Und. Okay. Beutehaken, Angler. 2 Mana, 2-1 mit Aufstören. Für 2 Mana können wir den aus dem Friedhof casten. Dann wird der aber nicht so rumgespielt, sondern so rum. Und dann ist der eine 1-2 und kann fliegen. Weil er dann ein Schweber ist. Okay, okay. What the fuck? What the, das Artwork. Bannklingen Gauner. 4 Mana 4-3. Immer wenn der Gauner geblockt wird, erhält er für jede Kreatur, die ihn blockt, -1/-1 bis zu seines Zuges. Das heißt, wenn man ihn mit 3 Kreaturen blockt, ist er einfach tot. Das ist die Tagaktivseite. Und unsere Nachtaktivseite ist Bannklauen Mordor. Wow. 5-4, auch mit diesem Effekt. Und immer wenn der blockt, stirbt er verleiht. Was? Immer wenn eine Kreatur ihn blockt, verliert der Verteidigungsspieler ein Leben. Ja, sehr cool. Und dann haben wir Tavernenschlägerin. 4 Mana 2-5 tagaktiv. Und Tavernenzerstörerin 6-5 nachtaktiv. Ich finde das so schön. Ihr könnt mir aber in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so schön findet wie ich. Ich finde die so schön. Und unsere Rare ist. Was? Das? Hä? Ist das aus dem, Commander-Deck? Visionen der Vorschaft, 3 Mana Hexerei. Wir legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur und verdoppeln die +1/+1 Marken auf der Kreatur mit 10 Mana Flashback und der kostet x weniger, wobei x der höchste Mana-Betrag ist von Kommandeuren, die du besitzt und der sich in der Kommandozone oder im Spiel findet. Ganz cool, aber das ist. Warum ist hier eine Commander-Karte drin? Ich bin verwirrt. Kriegen wir jetzt noch eine Rare? Alter, wenn die Set-Booster alle so sind. Heilige. Katilda, Morgenlicht, Oberste, 2 Mana, 1-1, Schutz vor Werwölfen. Menschen, die ihr kontrolliert haben, tappen Schutz für Mana-beliebige Farbe. Und für 6 Mana tappen können wir jede auf eine Kreatur eine +1/+1 Marke legen. Sehr, sehr cool. Und unsere Foil ist Erntefest Wächterin 203-1 mit Heckenzirkel. Heißt, wenn wir 3 verschiedene Angriffsstärken unserer Kreatur haben, dann kann die nur mit Kreatur mit Stärke 2 oder weniger nicht gelockt werden. Sehr cool. Und finde neue Freude jeden Freitag. Nicht nur freitags, Leute, wenn ihr Bock habt, guckt bei euren Local Game Stores vorbei, spielt da eine Runde, wenn ihr keinen habt. Ihr findet bestimmt einen. Dementsprechend sucht mal danach. Und wir haben die 1-2 Spinne. Ja, krass. Krasses Booster. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexate. Ciao, ciao.